Sag mal, ihr Lieben, wir machen jetzt noch eine zweite Frage hinzu und eine dritte, mit der das Quiz beendet wäre, ist auch nicht besonders schwer. Wenn man mehrere Dinge animieren will oder mehrere Folien in die Zwischenablage, ja, hineinbringen will, dann braucht man immer die Hochstelltaste, ja, die ihr auch verwendet für Großbuchstaben. Ich klicke hier einfach mal die beiden Folien, möchte ich, dass sie jetzt nochmal vorkommen. Das ist ja immer eine zur Frage gehört auch eine Berichtigung der Frage. Ich klicke hier mal drauf und wenn ihr jetzt die Hochstelltaste haltet und klickt da drauf, könnt ihr jetzt beliebig viele Folien, ihr seht, die sind jetzt beide farbig markiert hier. Und wenn ihr jetzt mit rechts dahin klickt auf Kopieren, sind beide Folien mit allen Links in der Zwischenablage. Jetzt gebe ich die Stelle an, wo ich sie haben will. Zwischen der 3 und 4, klick da drauf und mach einfügen. Dann habe ich jetzt an die erste Frage eine zweite angeschlossen. Das Schöne ist, wenn die ganz fertig schon waren, dann kopiert man auch die Links. Das Einzige, was ich hier noch machen muss, ist hier, da war noch kein Link drauf. Da müssen wir jetzt noch den Link bearbeiten. Der muss jetzt auf, ach, hier ist es ja schon, auf Folie 4 zeigen, denn ich gehe ja hier zur nächsten Folie. Gut, damit haben wir das und jetzt brauche ich eigentlich nur die Frage hier auszutauschen. Ich habe jetzt eine ganz lange Frage, was Blödes drin vorkommt. Machen wir das Textfeld länger. Was ist die Hauptstadt von Norwegen? Ah. Kennt man hoffentlich, das ist nämlich Oslo. Also fügen wir gleich hier mal die richtige Antwort. Vorsicht, vorhin war hier die richtige Antwort, jetzt ist sie hier. Wir brauchen aber bloß die beiden Links nachtauschen. Hier mache ich jetzt wieder irgendwas Falsches, da stand vorher schon was Falsches, nämlich eine Hauptstadt, die von Österreich. Hier mache ich die deutsche Hauptstadt, Berlin. Und hier mache ich Rom, die italienische Hauptstadt. Komisch, gell, dass Hauptstädte immer so kurz sind. Nicht alle. So, jetzt muss ich bloß hier den Link ändern. Ich gehe jetzt hier auf, so, wenn das jetzt richtig ist, auf der Folie 5 komme ich hier weiter. Da haben wir jetzt eine Folie 5. Der Applaus, den habe ich damit auch schon kopiert. Das brauche ich nicht mehr machen. Und das Rom, da muss ich auch den Link bearbeiten. Und zwar, da muss ich jetzt zur letzten Folie gehen. So, und wenn ich das jetzt gemacht habe, ist eigentlich unser Quiz fertig. Ich zeige es jetzt einmal ganz kurz. Dann können wir uns noch schauen, was wir da noch verbessern können. Ich bin zwar ein richtiger Streber, ja, ich weiß das. Gehen wir mal zur Frage 2. Wieder wissen wir es. Und hier könnte man jetzt natürlich Frage 3 machen. Mache ich jetzt auch gleich. Schwer ist das nicht, probiert's mal. Und bei der letzten Frage habe ich hier den Smiley und da schreibe ich hier dann einfach nur rein, Quiz erfolgreich beendet. Die letzte Folie nehme ich nur wirklich, also für diese Geschichte. Und wenn das Quiz erfolgreich beendet ist, kann man dann irgendwie noch einen Button reinmachen und sagen hier, ja, noch einmal spielen. Das wären so Kleinigkeiten. Ja, jetzt kann ich euch mal zeigen, was man noch schöner machen kann. Natürlich immer Animationen. Ja, jetzt kommt das wieder. Jetzt lässt man es hineinschweben. Ja, und jetzt müsst ihr Textfeld und das, den Rand, beides animieren. Das hat mich da mal jemand gefragt. Das geht genauso wie vorhin. Man muss das beides hier markieren, indem man das so drüber zieht und dann lassen wir das jetzt einfliegen. Ja, und dasselbe kann man natürlich auch hier machen. Die fliegen jetzt so nacheinander ein. Oder wenn er alle in den Container zieht, fliegt das ganze Ding hier auf einmal rein. Ja? Also, einfliegen. Ich mache jetzt das so in dieser Reihenfolge. Ja? Da nochmal einfliegen. Und da nochmal einfliegen. Und schon ist es eigentlich geschafft. Jetzt schaut unser Quiz halt irgendwie besser aus. Ne? Wenn wir das jetzt mal starten, das Ganze, dann haben wir hier mal die Frage.
Wie hoch ist der Eiffelturm? Und jetzt kommen schön die Antworten, wie man das in so einem Quiz kennt. Ja? Probiert es da mal das aus, macht es bis zu drei und dann wär's das eigentlich. Ja? Eine nette Sache. Man kann viel schönere Sachen noch mit PowerPoint machen, aber immer erstmal das eine und dann das andere. Tschüss!